Kapitel 12 UR-Schau. Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, die du mir nennst. Und warum keine? Aus Religion. Schiller. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes, das durch seinen Mund geht. Das heißt, wer sich sein Leben lang nicht mit Fragen des Hörenseins und Werdens abgibt, verfällt dem geistigen Tode. Es ist nur aus Irrtum oder Unwissenheit oder Unwert möglich, anzunehmen, dass der von Uranfang Gott gerichtete arische Mensch nicht von jeher höchste Erkenntnisse in Bezug auf Gott und Welt gehabt hätte. Er, der Schöpfer aller Kultur, Kunst, Religion, Wissenschaft und Technik, sollte es notwendig gehabt haben, erst vom niedergegangenen Osten den wahren Gottesbegriff zu übernehmen. Erst Jahrhunderte ununterbrochener Entstellungen haben es dahin gebracht, dass sich der Deutsche unter das Joch fremden Geistes beugte und, angebrochener Seele krank, selbst die Lüge übernahm und sie wiederholte. Die Kirchen haben den Irrtum in die Welt gesetzt, als ob sie erst Gesittung und Ordnung unter die Menschen gebracht hätten. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Alle alten Religionen, die sich auf die Urreligion des gottgebundenen arischen Menschen aufbauen, lehrten den allgegenwärtigen Gott, den Vater aller Götter und Menschen und verkündigten die Lehre von der Auferstehung des Lebens, nicht des Leibes. Über allen Göttern steht Allvater, er liebt durch alle Zeitalter, berichtet die Gylfaginnen. Dieser Allvater ist also nicht Wotan, der in der Götterdämmerung untergeht. Allvater kennt keine Götterdämmerung, er lebt durch alle Zeitalter. Die Götter der Germanen waren immer nur Gestaltungen einzelner göttlicher Kräfte oder Sinndeuten der Natur. Ihre Eingeweihten haben niemals Wotan, Dona, Freya angebetet, das war bei weitherziger Deutung eine Volksreligion, besser eine Volksanschauung, die niemals Glaubensartikel oder Sakrament gewesen ist. Wenn diese Dinge geglaubt wurden, dann keineswegs mit der Strenge und Einseitigkeit, mit der heute das Heer der Heiligen verehrt wird, das übrigens seine Entstehung dem Bedürfnis nach bildmäßiger Gestaltung und Belebung des Himmels und der Erde durch die alten Germanen verdankt. Das ist zu bedenken, wenn wir den Irrtum begehen, die Edda oder andere geheime Überlieferungen wörtlich zu nehmen. Dann sind sie Unsinn oder Dogma, je nach unserer Einstellung. Beides aber trifft nicht das Rechte. Was wir schließlich erreicht haben im Kampf unseres reineren Geistes um die Macht über die Seelen und Leiber, war die Festigung der reinen Lehre Christi bei den Besseren, den Guten, den Guten. Denn nirgend verflüchtigt sich der Geist reinster Gottanschauung und Religion so schnell wie in den Köpfen und Herzen der Unguten, der Angatten. Es muss jedem unvoreingenommenen Beobachter klar werden, dass die Götter, Helden und Ungeheuer der alten Vorstellungswelt nur Sinndeuten sind einer unendlichen Mannigfaltigkeit göttlicher Urmacht, und der reine Ari des Geistes oder des Leibes, denn beides ist trennbar und einzeln möglich, infolge der ununterbrochenen Vermischung, hat zu allen Zeiten und an allen Orten Gott und die Gottheit nur in sich erkannt, und der durch seine Seele zu einem Hause der Gottheit gestaltet in dem Höchstmaße, das nur ihm gegeben war. Der kleine und niedrige im Geist hat einen kleinen und niedrigen Gott und er kann ihn messen der Länge und der Breite nach, in einer vorgestellten oder eingebildeten Wirklichkeit, die Seele des Großen und Hohen hat einen großen allumfassenden hohen Gott, wo blieb bei ihm Raum für Satzungen, Bekenntnisse, Dogmen, zeitliche Strafen und ewige Pein. Keine Religion ist höher als die Wahrheit, ein Grundsatz, den alle Konfessionen mit Füßen treten müssen. So, wenn Sie die Schöpfungsmissen der Bibel wirklich genommen haben wollen, während gerade Sie, richtig gelesen und ausgeschöpft, unsere Geheimnisse über Menschwerdung und Menschenentwicklung enthüllen, die den Buchstabengläubigen aller Art den Boden unter den Füßen entziehen würden. Denn die haben ebenso Unrecht, die dem Schöpfungsberichte der verschiedenen Rassen und Völker keine wissenschaftliche oder geschichtliche Bedeutung zugestehen wollen. Uns liegt noch ob, den arischen Gottesbegriff, wie ihn die Edda erfasst, des Näheren zu bestimmen. Wissenschaftliche Abhandlungen darüber werden wir in den nordischen Überlieferungen vermissen. Was wir darüber erfahren, müssen wir aus dem Sinn der Gedanken und Mythen herauslesen. Erst der Gesamteindruck, den wir von der Weltanschauung der alten Germanen bekommen, berechtigt uns über diese Frage zu urteilen. Jedenfalls ist sicher, dass auch nicht die leiseste Andeutung irgendeines Dogmas, einer Glaubenssatzung in den Liedern und Erzählungen zu finden ist. Es waren wirkliche, von ihrem Gottesbewusstsein so durchdrungene Menschen, dass ihnen das Wort dafür, die Bezeichnung fehlte. Da ist kein Gott in Person mit Anfang und Ende, größer oder kleiner, sondern Gott ist in dir und mir und in einem anderen, so groß oder so klein als wir selber groß oder klein sind, so selbst oder unselbst als ich selber selbst oder unselbst bin. Und daher kommt es, wie die Edda sagt, im Blendwerk der Götter, dass Gott unter den Menschen und Völkern mit so vielerlei Namen genannt wird, und mit allem unvollkommen, so sehr sie auch gesucht und geforscht haben, ihm den rechten Namen zu geben. Die Namen Wotans. Wanderer heiße ich, hilfreich und Wunsch, viel Gewand, viel Gestalt, Füller, böser Wirk heiße ich, Breithut und Breitbart, Täuscher, Betrüger, Enthüller, Wandelbar, Wetterer, Waller und Wahrer, Brenner, Verblender, Verbrecher, Glutauge, Glanzauge, Schläfrier, Erschütterer, Flutenherr, Frachtenbeschützer. Heimträger heiße ich auch, Herrscher und Herrschild, Heerfessel, Heerlust, Erhörer, Rufer und Redner und Reiter der Schlacht, Weiser und Dichter und Denker. Eifrier im Red, Eigner daheim, Zauberer und Graubart bei Göttern, der Hohe und Ebenhoch bin ich und Dritter, Schöpfer und Totenschiffer. Allvater, Qualvater, Wiederkehr, Wächter, Siegvater, Gott aller Götter. Jetzt heiße ich Wotan und Wort dir zum Schrecker, Dona hieß lang ich vor diesem. Mit vielerlei Namen schon nannte ich mich, seitdem ich mich merkte den Menschen, aus allen ist Wotan, der eine, geworden, Grimmer nun heiße ich bei Geroth. Geroth, du Trunkner, was trankst du dich voll?
Dermed ist dein Meister geworden, und Großes entging dir mit Grimmas Gunst, die Huld der Einheerer und Wotans. Ich sagte dir vieles, nichts fasste dein Sinn, so musst ich austreulich trügen. Mich dünkt, schon erblick ich, betroffen mit Blut, das Schwert meines Schützlings dort liegen. Edda. Man sieht, die Alten waren weiser, sie hielten sich nicht an den Buchstaben, den Namen. Ihnen war Gott alles, das Gute und das Böse als der gesamte Inhalt des Daseins, der Welt. Wer das nicht erkennt, den muss Gott aus Treue, wie es im Lieder heißt, nach dem Gesetz der Drei, der Treue tragen, denn mit dem Namen wird es nie getan sein. Gott wird immer für dich oder für jeden anders sein, wie du oder wie jener ihn fassen kann. Du gleichst dem Geist, den du begreifst. Ist ein tiefes Wort des Göttersohnes Goethe, der selbst in seinem Namen die Herkunft vom Göttlichen andeutet, und über 3000 Jahre hinweg antwortet ihm sein Bruder in Gott und in der Rada, Pythagoras, Gleiches wird nur von Gleichem verstanden. Dem Neger genügt ein Stein, dem Christen, wie er gewöhnlich seinem tiefsinnigen Namen Unehre tut, genügt ein Gott im Himmel, wenn er mit seinen kleinlichsten Schmerzen und Wünschen belästigt, und der ihn dafür lobt und straft. Vielen Kleinseelen ist dies oder das Buch zum Gotte geworden, und das sind die Blindesten. Sie opfern diesem Moloch ihre göttliche Vernunft und die Seligkeit ihres Herzens, und wurden in seinem Dienst die missgünstigsten und freudelosesten. Mit allen Mitteln versuchen sie die toten Buchstaben lebendig zu machen, aber die Finsternis bleibt über ihren Häuptern unbeweglich. Uns ist Gott das A und O, Anfang und Ende, ohne Anfang und Ende, er liebt durch uns und wir durch ihn, im Größten ist er groß und im Kleinsten klein, er ist Kraft und Stoff, die die Welt erfüllen und Geist und Seele, die jene beleben. Gott ist alles und nichts, wie auch der cherubinische Wandersmann singt. Gott ist wahrhaftig nichts, und so er etwas ist, so ist er's nur in mir, wie er mich ihm erkiest. In Gott wird nichts erkannt, er ist ein ewig ein, was man in ihm erkennt, das muss man selber sein. In Gott ist alles Gott, ein einzig Würmlein, das ist in Gott so viel als tausend Gott sein. Wie ist mein Gott gestaltet? Geh schau dich selber an, wer sich in Gott beschaut, schaut Gott wahrhaftig an. Gott wohnt in einem Licht, zu dem die Bahn gebricht, wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht. Gott wohnt in sich selbst, sein Wesen ist sein Haus, drum geht er auch nicht aus seiner Gottheit aus. Durch Wahrheit ist Gott tief, breit durch Barmherzigkeit, durch Allmacht ist er hoch, lang durch die Ewigkeit. Allen Gottes Söhnen war Gott der Mittelpunkt ihres Seins, in dem sie sich verschlossen, oder ihr Umkreis, in den sie sich ergossen. Nichts anderes ist im Christus, dem Göttersohn, zu sehen, und jeder Christus jagt auch heute noch die Wortwechsler aus allen Tempeln, die sich falsch mit seinem Namen nennen. So ist es ganz die Erfüllung des Gesetzes und gerecht, wenn Gott nicht in denen ist und nie sein kann, die ihn außerhalb ihres Selbst in einer trostlosen Wirklichkeit suchen. In allem, was war, jetzt entsteht oder sein wird, hat sich Gott offenbart, drängte der Geist Gottes zur Gestalt, im Wurm sowohl wie in seinen Söhnen Christus, Pythagoras und 100 anderen großen Geistern, wie sie schon vor Millionen Jahren gelebt haben und nach Millionen Jahren immer wieder leben werden. Die Entwicklung dieser Gedanken wurde vor Jahrtausenden in den arischen Priesterschulen über die ganze Erde zerstreut. Dieses Wissen ging an die Erben der alten arischen Mysterienpriesterschaft über, die Orden und Priesterschulen, an die Freimaurer, Templer, Ägypter, Griechen, Germanen, Inder, an die Kirchen, Rom, Kirche, Chaldea-Kirche wie Tibet-Kirche, an die Rosenkreuzer und wie die Bünde, Gruppen und Kirchen alle heißen. Wisst ihr das letzte Geheimnis? Das letzte Geheimnis heißt, ewiger Wiederkehr. Es ist das Wort, das Wotan seinem toten Sohn ins Ohr sagte, es ist das Wort, das verloren gegangene Meisterwort, das nur jeder selber wiederfindet durch die eigene Eingeweihtheit, das den Eingeweihten von Sils Maria tanzen ließ in der Verzückung höchster Erkenntnis. Solches Wissen erweitert sich, wächst um sich von selbst im Herzen des Menschen, wo er den einen Grund in Otan gefunden hat, im ewigen Odem, da sprudeln alle Erkenntnisquellen von selbst ihm Weisheit zu. Wer sein höheres Selbst als ein urständiges, unabhängiges und unsterbliches in tiefster Bewusstheit erlebt, der kann alle Relativität von Raum und Zeit gelassen über sich ergehen lassen, sie berührt ihn wie andere leicht zunehmende Dinge. Alles Wissen um den Stoff ist relativ, und weil der große Krumme dahinter nicht das Unbedingte erkennt, das wir Ewigkeit nennen oder Gott oder Allseele, weil er keinen Teil daran hat, schreit er aus einer kindlichen Angst auf, aber mit frecher Miene, traut nicht euren Augen, noch weniger euren Herzen, alles ist verhältnismäßig, bedingt, unbestimmt und dehnbar. Macht euch keine Mühe, ihr werdet nichts finden, wo ich auch nichts gefunden habe. Der Mystiker ist der vollkommene Mensch. Er sieht am klarsten und reinsten, er sieht so gut den Schein dieser Welt, die wir Wirklichkeit nennen, durch seine fünf Sinne als der armselige Tatsache Mensch, meist viel, viel besser, aber er verlässt sich nicht auf sie allein, weil ihm noch die 10 anderen Sinne darüber hinaus zu eigen sind, von denen jener nichts ahnt und sie deshalb leugnet. Die Wirklichkeit liegt ja erst hinter dieser Erscheinungswelt. Nur wer ideal zu denken vermag, hat reales Urteil. Der sogenannte Verstandesmensch wird sich immer verrechnen, weil nur die Idealität eines Denkens ihn vor falschen Schlussfolgerungen bewahren könnte. Nur der Idealist, der Vielfaßkriene, hat ein zutreffendes Urteil für die praktischen Erfordernisse in Staat, Wirtschaft und Recht, wie auch in allen Fragen des Lebens, eben weil er ideal, das heißt hochgesinnt, großdenkend gerichtet ist, nicht alles kleinlich vorteilhaft beurteilt, weil er unbeeinträchtigt ist durch praktische Erwägungen. Trotzdem ist er der überaus praktische, der reale, weil er der ideale, vollkommene und vorbildliche Beurteiler ist. Die Welt wird heute und wahrscheinlich schon seit langem so vernunftlos und verwahrlost gelenkt, weil man sie beinahe Praktikern,
den Realisten ausgeliefert hat, den Fachleuten. Gebt die Leitung eurer Geschicke wieder an die Idealisten, das heißt eben an die einzig Anständigen, unter denen auch immer nur die schöpferisch Begabten sind, und nie mehr an den Praktiker, der nie sachlich denken oder handeln kann, weil er immer den augenblicklichen Vorteil im Auge hat, sei dieser nun persönlich oder auch für die Allgemeinheit. Mit dem Idealisten siegt das Geistige über den Wirtschaftsbauch des Praktikers und der betrügerische oder betrogene Sachverständige verschwindet in der Versenkung. Der Mystiker lebt im Angelpunkt der Welt. Nimm an, du und ich sind die beiden nebeneinander liegenden Planken einer Tür. Du bist die Planke weiter vorn am Schloss, ich bin die andere weiter hinten an der Angel. Tue ich deshalb weniger, um das Tür auf- und zu machen als du, obwohl ich weniger umlaufe als du, also einen geringeren Kreis beschreibe? So bin ich auch scheinbar nur, sagte ein Weiser zu seinem jüngeren Freunde, um die Dinge um uns herum unbewegter als du. Wenn du, wie es scheint, die größere Schwenkung vollziehst, so bleibe ich dafür näher der Angel, dem Ausgangspunkte der Drehung, der Dreihung, und helfe dich tragen. Was wäre ein Gott, der nur von außen stieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe? Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen. Natur in sich, sich in Natur zu hegen. So das, was in ihm lebt und wirbt und ist. Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst. Goethe. Ja, wir behaupten und können es erweisen, die christliche Kirche oder besser die christliche Lehre, nahm nicht ihren Ausgangspunkt von Palästina, sondern ist eine Urschöpfung der untergegangenen atlantischen Kultur. Sie gelangte über die Reste jenes Weltteils Atlantis zuerst nach Irland und Schottland, dann nach Osten weiter und gleichzeitig nach Westen zum amerikanischen Festlande. Die altägyptische Kultur einerseits und die alten amerikanischen Kulturen der Inkas, der Mayas und der Azteken andererseits sind die Eckpfeiler, die noch heute vom einstigen atlantischen Weltkulturbau übrig blieben. Die Alten wussten darum noch, wie wäre es sonst verständlich, dass wir in Mexiko bei seiner Entdeckung das ganze christliche Brauchtum vorfinden, wie es in der katholischen Kirche sich erhalten hat und in Tibet heute noch, Dinge, von denen man nicht gerne spricht, weil sie die Grundlagen des Lügengebäudes einer nahe östlichen Herkunft des Christentums von noch nicht 2000 Jahren zu untergraben drohen. Christentum und sein Mythos sind so alt, als Menschen göttlichen Odems leben und denken können, viele hunderttausend Jahre reichen nicht, denn so alt ist die Gottessohnschaft der Menschheit. Urarisch-atlantische Gotteserkenntnis und ihr heutiges Wurzelwerk haben sich am längsten lebendig erhalten im Norden Europas, wo die Pflanzstätten der Atlantis bis in unsere Zeitrechnung blühten auf Iona und der Insel Mann. Von dort aus sind dann auch merkwürdigerweise die angeblich ersten christlichen Missionare gekommen und wurde die erste christliche Kirche gegründet, die Chuldea-Kirche. Erst später im 7. und 8. Jahrhundert hat die römische Kirche das Segenswerk jener wahren Christen dem Geiste, der Haltung und der Lehre nach vernichten können. Die untergegangene Kirche des Nordens nahm das Geheimnis ihres Ursprungs mit in das Grab, das ihr die römische Machtkirche früher bereitete, aber auch die abendländische Verzerrung der Christuslehre erlebt heute an sich die Wahrheit, dass sie wohl den Leib töten kann, aber nicht den Geist. Dieser heilige Wahrheitsgeist steht heute als ihr Herr und Meister auf und wird sie mit ihrem Wortdenken überwinden. Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, und nicht in dir, ging deine Seele dennoch hier verloren. Zum Kreuz auf Golgatha schaust du vergeblich hin. Hast du es nicht errichtet in deinem eigenen Sinn? Angelus Silesius. Aus dem Welsch, dem Walserlande führen drei Wege nach Norden, Osten und Süden, die durch die großartigen Steinsetzungen der Megalithgräber gekennzeichnet ist. Der erste zieht sich nach der Nord- und Ostseeküste entlang, springt nach Schweden und Norwegen über, geht dann an der Wolga entlang, um den Südostweg nach Indien zu suchen. Der zweite Weg zieht sich an der Küste Frankreichs südlich, von einem Hauptknotenpunkt in der Bretagne ab über Portugal, Spanien, Italien, Griechenland und Kleinasien, immer nahe der Küste. Der dritte Weg geht bis nach Spanien mit dem ersten gemeinsam, um dann nach Afrika überzusetzen und an seine Nordküste entlang zu führen mit offenbar demselben Ziele zum fernen Osten. Das war der Weg der Kultur von Westen nach Osten, der der arischen Wanderung folgte. Das Wort Ex Oriente Lux hat insofern eine Berechtigung, als es sich um ein teilweises Zurückströmen einer Kulturwelle handelte in den folgenden Jahrtausenden, jedoch nicht anders als heute vieles aus Amerika zu uns zurückfindet, was von uns dorthin getragen wurde. Olaf Kreitzinger hat in einer geistreichen Arbeit über die Rannen in Heft 17-18 der Sonne eine Fülle von Anregungen gegeben. Er erwähnt darin auch die Insel Jona und ihre Bedeutung als Ausgangspunkt der atlantisch-arischen Erkenntnisse nach dem Untergang der letzten Reste der Atlantis, der Insel Poseidonis, wie sie Plato nennt. Jona ist das Mutterland der Jones, des Jones, der Jonier, die auch als Jawos auftauchen. Junia, Juno, Dione, Dion, Zion, Jon sind Ableitungen aus diesem Worte, das die Gehenden, mundartlich die Jenden bedeutet. Die Gehenden, Gen, Jen, Togo, sind aber die irdischen Söhne der himmlischen Schrittmacher. Von diesen Göttersöhnen, die selbst zuweilen die Bezeichnung Sterne tragen, ruhen in Jonas Erde 22 Könige begraben. Diese Sage aus der alten keltischen Dichtung ist so zu verstehen, dass das Wissen von 22 Königen, nämlich den 22 Arkana, was Sonnenkanne, Sonnenkönige heißt, begraben liegt. Die 22 großen Arkana sind die 22 Blätter aber des ägyptischen Tarots, jenes Kartenspiels, das in seinen insgesamt 72 Karten die Grundgedanken der Welt verhaftet birgt. Durch die Zigeuner ist es uns, in der Hand von Unwürdigen, überliefert, die immerhin damit außerordentliche Kenntnisse in Wahrsagen und anderer Zauberei verbinden konnten.
Unsere 18-teilige Rannenreihe ist eigentlich als das Urtarot anzusehen und es bleibt die Frage offen, ob die 18 oder die 22 die ursprüngliche Zahl ist. Auch das altgriechische Alphabet hat 22 Buchstaben und schließt mit dem Tau T, wie das Tarot mit dem gelben T schließt, dem Ende, dem Tau, dem Tet, den Tod, dem Ganzen. So schließt auch Tyr Christus. Die 12. Ranne den Tyr-Tier-Kreis des Lebens. Dieses Alphabet übernahmen auch die Semiten und in der Folge alle Völker der Erde. In der nordischen Heimat selbst versank das Wissen von den 22 Königen, den Arkana von Jona, nur die Sage von 22 begrabenen Königen deutet noch auf den Ursprung dieser 22er Reihe aus diesem Fleckchen heiliger Erde. Aber die Kunde von der Druida, der Troja, der Torta, der Tortler, wie die Priesterschule hieß, blieb lebendig weit draußen in der Welt, so vor allem besonders rein in den eleusischen Mysterien. Dortler, Dortler, Tortur ist die Turteltaube als das Sinnbild des Heiligen Geistes, der hier allgegenwärtig war. Dass sich im Worte Turtel die drehende walzende Bewegung des Täuberich ausdrückt, ist anzunehmen. So erklärt es sich, wenn der Heilige Geist als der Dritte, das Schicksalwendende, der Drehende, der Drittelnde, der Drittelnde, der reinen Jungfrau Maria die Empfängnis des Gottessohnes verkündet, was die Ranne U mit Ägykun, Keim, Kind ganz klar andeutet. Unter dem Sinnbild der Taube wurde der Schüler in das Tabernakel seines eigenen Astralkörpers, seiner Aura gestellt, um sich an ihr und den kosmischen Heilsströmen erfüllen zu lernen, die in ihn herniedergehen, wie der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf den von einem Johanneshahnespriester eingeweihten jungen Jesus herniederfährt. Columba gleich Taube zielt auf denselben Ursinn. Columban heißt nicht nur zufällig eine der ersten Missionare in Deutschland aus dem Heiligtum der Insel Jona. Kol, Kul deutet auf die zeugerische Weisheit der Ranne Kuhn und das Öl der Weisheit, der Einweihung, des Gesalbten, wovon auch die alten Kaltorte ihre Namen haben wie Koln, Kulm, Ulm, ohne K, aber dafür vermutlich ursprünglich mit dem H, Könneda, Kolede, das von dem ihren Kilian gegründete. Nun wissen wir auch, warum im dritten Buch der Könige erzählt wird, dass der messische König Salomo, der Salman, der mit dem geschichtlichen Vater des David gerne verwechselt wird, weiser gewesen sei als die Söhne des Makel und der Dortler. Diese Weisheit aber errang sich Salomon, wie es heißt, durch die Betrachtung des Sextenes, des sogenannten Magen Davids, der aber, wie wir wissen, die umschriebene Hagelranne darstellt. Durch sie wurde er zum Weisesten der Menschen, erlangte Kenntnis höherer Welten und die magische Macht, die Magier, Meisterschaft über ihre Bewohner. Wie aber kam Salomon, das heißt der arische Salman, in den Besitz des Sextenes? Er hatte ihn aus einem Atlerhorst bekommen. Der Atlerhorst deutet auf den Allahorst, auf den Arierhorst, den Sonnenhorst im Norden, der sicher auch eine Pflanzstätte in Palästina hatte, im Hermon, Haman, am Angebirge, wo noch im Mittelalter blonde Leute wohnten, mit denen die Kreuzfahrer sich auf Deutsch verständigen konnten. Mythos und Geschichte liegen hier in Schichten übereinander, die schwerlich mehr getrennt werden können, aber es bedarf nur dieser Hinweise, um zu erkennen, wie doch alles Geschehen der Erde auf den Arierhorst im Geiste zurückgeht. Eine große nordische christliche Kirche verband schon im 4. Jahrhundert Bestand und herrschte nicht wie die römische Kirche weite Gebiete von dem Nordrand der Alpen bis nach Irland, Island und Grönland, von den Pyrenäen bis ins Thüringerland und darüber hinaus. Die Tatsache klärt manche Geheimnisse auf. Das Wut an Sopfer am Kreuze der Weltische durch seinen Sohn Sui, Tiu, Thys, den Ichthys des Nordens, das Asenopfer des Esus der Gallier, der Kelten, die wir als einen Zweig der Germanen einfach mit dem Wort Helden ansprechen. Dieser Esus aus Galilien, also aus Galiläa, starb am Kreuze lange bevor man diesen Mythos zu fälschenden Zwecken nach Palästina verlegte, zu einem Volke der Juden, das mit seinem geborgten Namen ganz zu Unrecht auf den guten Ursprung Anspruch erhebt. In jedem Falle, im Falle der Juden oder der Guten, handelt es sich um ein geistiges Volk, um ein heiliges Volk, um die Gemeinschaft jener Heiligen, die keiner Satzung, keiner Kirche bedürfen, um das auserwählte Volk der reinsten und höchsten und heiligsten Seelenkräfte, dessen König selbstverständlich der Jesus Christus, der Arier, die Wahrheit, die Wahrheit ist. Die Priesterschaft der germanischen, das heißt auch der keltischen Bewohner Mitteleuropas und des Nordwestens, denn hier lebte an seiner Wiege das arische Urvolk nach dem Untergang der Atlantis, waren die Druiden, die Troiaiden, die Treuen, die Treue, die Dreie, die große Drei, das Trauen, das Vertrauen in das göttliche Lehren, das Geschehen vom Entstehen über das Sein zum Vergehen, das wir in allen drei Heiligkeiten kennenlernten. Troja nennt auch Tacitus die Seelengrundverfassung des Germanen. In den englischen Worten Trust, Trus mit der Bedeutung von Wahrheit, Glauben und Vertrauen, lebt noch der Name der arisch-keltischen Priesterschaft fort, der Druiden, der Treuen, der Treuin, die das Druid, das Recht der Trova, der hochheiligen drei Lehrten, die drei, Dre, Dro, und Truggewalt. Aber auch der Truggehalt des himmlischen Tortritro und Torkreises. Otfried von Weißenburg gebraucht in seinem Evangelienbuch aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts noch das Wort Trudin für den Namen des Herrn, den Treuen, was heißen soll, den dreien dreieinigen Gott. Es versteht sich von selbst, dass dann der germanische Priester auch der Trudin hieß nach seinem Herrn, wie im Norden der Götter, der Priester, nach dem Gotte. Treue ist der Urname aller arischen, germanischen und damit deutschen Religion, für welches Fremdwort wir ja im Deutschen keine eigentliche Übersetzung hatten, nicht haben und auch nicht haben werden, weil wir keine brauchen. Rückverbundenheit Religio bedeutet das Wort. Wer wäre rückverbundener als der wahre, klare Sonnenmensch? Wir werden die Treue, die Troja,
die Dreie wieder in uns erwecken, die Erkenntnis des ewigen Wirkens des Gottgesetzes, dass das Christall beherrscht in Vater, Sohn und Heiliger Geist, das heißt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und wie jene drei nur eins in einer Einheit sind, so sind diese Zeitvorstellungen auch nur eine Einheit, eine Ewigkeit, eine Gesetzlichkeit, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in sich schließend. Es gibt keine vergangene Vergangenheit und keine zukünftige Zukunft, sondern nur eine gegenwärtige Vergangenheit und eine gegenwärtige Zukunft, lehrt der Kirchenvater Augustin in seinen Bekenntnissen. Wir wissen von den Driden, den Tor oder drei Söhnen, dass sie eine Sonnenreligion lehrten, und keine irdische Religion kann etwas anderes sein oder lehren als eine Sonnenweisheit. Darauf laufen alle religiösen Symbole, Mythen, Glaubensartikel, Bekenntnisformeln hinaus. Wir werden noch zeigen, wie die Sonne der Urinhalt auch der Christusreligion ist. Wir sehen alle die Sonne und fühlen Licht und Wärme, die von ihr ausstrahlen. Aber das ist nicht alles. Die Sonne sendet auch Kräfte, die jenseits von dem sind, was die Physik erforschen kann, die von ultravioletten Strahlen spricht. Von der inneren Sonne, dem inneren Gestirn, deren Abbild und Sinnbild die äußere Sonne und das äußere Gestirn ist, wie auch der Leib nicht der Mensch allein ist, strömt uns hernieder Liebe und Weisheit. Wem es gelänge, die übersinnlichen Kräfte, Ströme der Sonne mit seinem Bewusstsein zu erfassen, der würde ein Weiser und Führer dieser Erde werden. Die Triten waren es, sie erkannten das Übersinnliche der Sonne, das wirkt, wenn das Sinnliche der Sonne abgezogen wird. Sie erkannten in der Sonne, in der inneren Sonne, den Sohn Gottes im Geiste. In ihrem Weistum hatte sich der uralte Sonnensohnes-Mythos des Christallsohnes erhalten aus atlantischer Zeit und hatte sich vererbt auf die Eingeweihten der ganzen Welt, die im Zeitalter der arischen Völkerwelle die Erde befruchteten. Es genügt darauf hinzuweisen, dass wenn die Triden nach Überlieferung der römischen Kirche, wie sie sagt, aufgrund ihrer großen inneren Schaukraft, die angeblichen Ereignisse in Palästina zur Zeit von Christi Geburt, unabhängig von jeder äußeren Benachrichtigung, in Schauen miterlebt hätten, um die Tatsache zu erklären, dass sie dieses Mysterium schon vor seiner angeblichen Ereignung in Palästina kannten und lehrten. Die ersten römischen Missionare sollen denn auch in der Bretagne, einem der Hauptsitze des Drüdentums, was durch die riesigen Steinsetzungen der Cromlechs und der Allegements bezeugt wird, schon Christen vorgefunden haben. Ja, sie haben mit Sicherheit überall im Norden Christen vorgefunden, weil der Christallgedanke des Gottes am Weltkreuz eben älter ist als der gänzlich missverstandene, weil zeitlich und örtlich festgelegte, neutestamentliche Galgentod. Im Ort Jesus und Krishna Opfer hatte dies Mysterium schon eine viele tausend Jahre ältere Prägung gefunden. Durch eine ungeheure Fälschung wurden daraus geschichtliche, aber in der Tat nirgends geschichtlich nachweisbare Vorgänge in Palästina, die wir schon Gelegenheit hatten, ihrer geschichtlichen Eigenschaften zu entkleiden. Die Weissagungen der Druiden wussten schon, lange vor Christi angeblicher Erdenankunft in Palästina, von jener Jungfrau, der Martha, von der Martyria, die die Sonne, den Sohn gebären sollte, gezeugt von dem Weltenvater, der zugleich Heiliger Geist ist, beides in einer Person und wesensgleich mit dem Sohne. Sanngleich Sohn und Sanngleich Sonne sind im Altdeutschen noch völlig gleichlautend, womit auch die Wesensgleichheit des Sonnen- und Sohnesnamens dargebracht ist. So ist dies Gleichnis aufzufassen und nicht in verheerender, geisterdrosselnder Wortwörtlichkeit. Darum kommen auch die urchristlichen Mythen nicht aus Syrien, sondern aus dem Morgenland unserer Seele, dem inneren Orient, und fanden in dem Gallierlande, dem Kelten- und Heldenlande, dem Heliantlande, wie alle jene arischen Sagen und Legenden von der Zwölfertafelrunde des Königs Artus, von Parzival, von Tristan und Isolde, von Iwen und Gawen, vom Kral, dem Karal, dem das alleinschließenden Himmelskelch. Die Triden, die Drachen verehrten schon immer die Himmelsjungfrau, sahen sie im Kranz der Sterne, den Mond zu ihren Füßen und an ihrer Brust den Sohn, die Sonne. Nun wissen wir, warum vom Norden die Jungfrauenkulte ausgingen, der früher der Freier bei den Germanen, die das Sternenhalsband, das Brisingengeschmeide schmückt, und der keltischen Himmelsjungfrau, die in dem druidischen vorchristlichen Heiligtum zu Carnuntum, heute Catris, verehrt wurde, lange vor der christlichen Gottesmutter, der dann dort, im Nachgange, eine der herrlichsten nordisch-romanischen, dann gattisch umgewandelten Kathedralen errichtet wurde. Caesar, der in seinem Mehrgalligen als gallischen Kriegsberichte Carnuntum und seine Kulte beschreibt, gibt als Herkunft dieser Gebräuche den Norden an, Britannien. Der Blick nach Norden wird für die ganze Christusgestalt und mit ihr für die religiöse Frage der Welt überhaupt von entscheidender Bedeutung sein. Vorchristliche Vorstellungen spiegeln sich schon in den Symbolgestalten wider, die den vier Evangelisten beigesellt sind. Neben anderen Erklärungen hat auch die von den vier Himmelsrichtungen Grund und Bedeutung. Dass aus 2000 mehr oder weniger vollständigen Evangelientexten in umständlichen Konzilen gerade eine Verzahl ausgewählt wurde, ergab sich gewiss nicht aus sachlicher Notwendigkeit, sondern aus symbolischen Gesichtspunkten. Im Osten steht der Himmelslöwe des Markus des kraftvollen Evangeliums, der das Leben bringt, der schon als Ostern, in den alten Tierkreisdekanlisten erscheint. Im Süden steht der Stier des Lukas-Evangeliums, der Stern des Lukas, des Lux, des Lichtes, des Südens, der Milde und Mütterlichkeit und Fruchtbarkeit. Dass der Stier, nordisch Stjörn gleich der Stern, die Sonne darstellt, nämlich das Zeichen des Stiers im Tierkreis während des großen Sonnenjahres, zeigt der Stier im ägyptischen Stierkult. Im Westen liegt das Land des Untergangs, das Engelland, das Angelland, die Angel der Welt, wo die Sonne untergeht, der Mensch verweht, wo der Engel des Matthäus steht, der Matthäus, der Menschengott, der die Botschaft des Menschensohnes, des Human lehrt. Aus dem Norden aber erhebt sich der Ader, der Ader des Johannesevangeliums, des arischen Evangeliums, des deutschesten, im Norden, wo in der Jahresmitternacht die Sonne, der Ader, aufs Neue aufsteht.
Das Johannesevangelium verkündet die Wiedergeburt, die Auferweckung, die Geburt des Wortes im Fleisch, das Wort, das Göttliche, den Atem, den Hauch, der am Anfang war, und an den Anfang gehört darum das Johannesevangelium in der Reihe der Evangelisten. Sein Anfang entspricht auch dem Anfang der Genesis, der Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes, von dem niemand nachweisen kann, ob es wirklich älter, früher ist als das Neue Testament. Wann beide niedergeschrieben sind, bleibt gleichgültig. Älter ist der Christ, das Gerüst. Johannes, der ein Johannes ist, ein Jahr eins, ein Jans, ein Hans, ein Hua, ist der alttestamentliche Prophet Jonas, der 3 Tage im Walfischbauch zubringen musste. Ein Sonnenmythos. 3 Tage liegt auch der Christus, der Sohn, die Sonne Gottes im Grabe, wie die körperliche Sonne 3 Montage im Wintergrabe, die Sonne, die früher in der deutschen Sprache der Sonntag, der Sohn hieß, also männlich war, und auch in der Astrologie und in der alten Geheimlehre männliche Eigenschaften hat, männliche Wesenheit ist. Der heilige Patrick, der etwa im Jahre 400 auf Irland geboren ist, verkündet die uralte Weisheit, die Sonne ist Christus. Es ist das gleiche Bekenntnis, das Origenes noch klar und unmissverständlich ausspricht. Es geht die Sage, dass der Stammvater der Triden Noah sei, der aus dem Wasser, aus den Fluten gestiegene, gerettete. Und in diesem Noah erkennen wir die Gestalt des Jonah, in der Umkehrung Noah, auch des Johannes, des aus dem Meere steigenden Fisch- oder Schiffsmannes, der die Völker nach der großen Flut wieder an Sitte, Ordnung, Recht und Gottum gewöhnte. Er blieb nach dem Untergang der Atlantis und wurde der Stammvater der Arier. Der Arianer, der Gatte Wulfilas übersetzt als erster die Bibel. Eine Urbibel besitzen die Irländer, von der noch keine nähere Kunde zu uns gedrungen ist, so wenig beachten wir die wichtigsten Urkunden. Die eine wurde zerrissen und ist nur in umso kostbareren Bruchstücken vorhanden, die andere wird vorläufig abgeleugnet. Wir stehen in diesen Dingen überhaupt erst am Anfang einer wirklich voraussetzungslosen zuverlässigen Forscherarbeit. Es ist das Unglück dieser Art von Wissenschaft, dass sie nichts voraussetzt und damit auch nichts hinzuzusetzen und nachzusetzen hat. Ganz gleich, wo wir das Christentum entstehen lassen wollen nach Zeit und Ort, wir wollen nicht in den neuen Irrtum verfallen, die Dinge allzu wirklich zu nehmen, es genügt uns, nachzuweisen, dass Palästina nicht unbedingt der Ort ist, und das Jahr 1 nach unserer Zeitrechnung keineswegs der Zeitpunkt für die Geburt eines Christus, der als Idee Jahrtausende früher schon nach Namen und Gestalt nachgewiesen ist. Die christliche Zeitrechnung wurde erst im 10. Jahrhundert allgemein, nachdem die Christusmesse schon wörtlich genommen wurde. Genauer müsste man sagen, Christus ist geboren im Jahre 0, sonst könnte man nicht zählen 1 vor und 1 nach Christus. Darin liegt Wahrheit, da Christus im Jahre 0, geboren, nämlich niemals und immer. Der Name Iona findet sich wieder in den Ionien und den Ionischen Inseln. Wir wiesen im Abschnitt V das Apollo-Heiligtum auf Delos als eine Gründung der nordischen, hyperboreischen Kultleitung nach, die auf Iona ihren Sitz haben mochte. Die Insel Delos war das Bundesheiligtum der ionischen Stämme, ein Umstand, der den Namen der Insel Iona im Norden und der ionischen Inseln in engstem Zusammenhang bringt. Das Jahr 0 also ist ewig gegenwärtig, denn in jedem Augenblick beginnt ein neues Zeitalter, verfließt ein altes. Der Christus wird in jedem Augenblick in uns geboren, im Jahr 0. Wir gehen noch weiter und haben in ihm den Weltkristall erkannt, den Stein der Weisen, das Kristallisationsgesetz in der Natur, das zu göttlicher Verehrung im Mythos wurde und allmählich zu einer furchtbaren Wortvertriebbarkeit entartete. Es ist nicht zufällig, dass die Städte, die das Heiligtum des johannischen Christentums im hohen Norden barg, die kleine Insel südlich von Schottland, den Namen Iona, des Johannes trug, und zwar seit alters her und nicht erst seit der Übernahme der Tempel und Dienste durch die christlichen Priester. Iona war die Hauptstätte der Triden Mysterien, eine jahrtausendalte atlantische Pflanzstätte. Hier verband sich das Tridentum uralten Kultes mit der neuen christlichen Welle. Iona wurde der Ausgangspunkt der Chuldea-Kirche. Von hier aus gingen die jetzt von uns Missionare, Apostel genannten Priester mit neuen Namen, mit neuen Gewinnen für alte Inhalte nach dem Süden, wie ihre Vorgänger seit vielen Jahrhunderten schon, ja Jahrtausenden, und lehrten den Christus, den Gottessohn, wo er unter der Einwirkung allzu wörtlichen Missverstehens zu erliegen drohte, nachdem sein Mysterium aus der Verborgenheit in die Öffentlichkeit gedrungen war. In einem altirischen Abendmahlsgesang heißt es noch klar, für das Weltall opferte sich der Herr. Und Columba, einer der ersten Oberpriester des nun als christlich von der Geschichte bezeichneten Heiligtums Iona sagt, verwechselt nicht die Fackel mit dem Fackelträger. Die Sonne ist die Lampe der Welt. Die Lampe ist aber, wie wir lernten zu verstehen, das Lamm, das der Welt Sünde trägt, der Meister Lampe, der Osterhase, der Vida, der Widder, der Aries, der Aria, in Rannen NKL, der Christus, der Aristos, der Christus, der Erste, die Sonne als das Ebenbild der geistigen Sonne, die hinter ihr steht, des geistigen Christalls. Geist-Sonnenverehrer waren die Söhne des A, der Aas, aus der die Kunst kommt, das Können, der König auf dieser Erde, der Königliche. Das beweisen die gewaltigen Steinlagen, die Steinkreise in England, in der Bretagne, in Norddeutschland, wo noch immer neue wiedergefunden werden, die nicht die Zeit, wohl aber das schlechte Gewissen der Romkirche zerstören ließ, wenn sie konnte. Darum sind im Süden Deutschlands nur wenige erhalten oder in Kirchen und Klöstern eingebaut und so wieder zu Grundsteinen geworden heiliger Stätten der früheren Urkenntnis, die niemals unterging, sondern nur untertauchte, bis die grüne Insel der Seligen sich wieder aus den Wogen der Menschendämmerung erhebt und die alten Sonnentafeln wiedergefunden werden. Diese Steinanlagen sind aufgrund des Gesetzes des Sonnenlaufes gebaut durch Tag und Jahr, und sie sprechen, wo sie entziffert, errechnet werden konnten,
Eine eindeutige Sprache, in der Hauptsache den Sonnenhöhepunkt festlegend, die Sommersonnenwende, die Johannesnacht, des Johansen, des Joasen, des Jarasen, des Jahrvaters, des Jupiters. Jo, Jo aber ist die Vorsilbe des Namens für den Geistvater, das Geistfeuer. Ein bloßer Hans ist eben ein Hannes. Ein Johans ist ein Johannes, ein Geisthuhr, ein Feuerhahn, ein Feuerhase. Hört einer die Stimme der Sprache und ihren Sinn nicht in solchen Gleichnissen,